Meine Appell an die Frauen ist das, dass sie einmal im Monat sich selber untersuchen. Und wenn man etwas Auffälliges tasten, dann erster Schritt ist, eine Termin bei Frauenarzt zu machen. Eine Verhärtung bei tastbarer Brust, eine Verhärtung bezeichnet man als eine Knoten. Das kann gutartig sein, das kann auch bösartig sein. Zum Beispiel bei Zysten, das man tastet, ist weicher Tumor. Man tastet das weich, man beurteilt das weich. Bei Fibroadenome, die sind harte Tumoren, da sind die rutschen manchmal. Bei Tastbefund gehen nach oben, nach unten oder rechts, links. Bei ganz harten Tumoren, da ist auch Verdacht auf Krebs, dass die Tumor fixiert ist durch die Haut oder fixiert ist durch Richtung die Haut oder fixiert auf dem Thoraxwand, Brustwandmuskulatur. Und man kann auch nicht so leicht verschieben. Wenn man so eine harte Knoten hat, muss man sofort Termin machen bei Frauenarzt oder Frauenärztin. Die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen tasten das, machen Ultraschall, beurteilen die da und dann die schicken mit Überweisung zu mir. An dem Moment ist die Aufgabe von meinem Team und ich, das die Frauen zu behandeln. Wenn wir heute Bestandsbiopsie machen, morgen Nachmittag haben wir den Befund, ob es gutartig oder bösartig ist. Dann brauchen wir noch 2 Tage für die Tumorbiologie, welche Art von Krebs da ist. Und danach wird entschieden in Tumorkonferenz, wie es behandelt wird. Machen wir zuerst eine neoadjuvante Chemotherapie oder machen wir zuerst eine Operation. Und wenn es operiert wird, je nach dem großen Tumor, je nach dem Lokalisation, entscheiden wir, welche OP-technisch wird durchgeführt. Jeder Krebs ist nicht ganz bösartig. Wir haben zum Beispiel G1, G2, G3 Tumoren. Das entscheidet die Pathologie, sogenannte Tumorbiologie. Das entscheidet für uns große Rolle, wie die Patientin weiter behandelt wird. Jeder Tumor ist nicht bösartig. Man muss auch die Frauen beruhigen. Den Befund, die Hauptbefund liegt an die Hände von Pathologen, was die Pathologen unter dem Mikroskop sehen.